Skoda präsentiert die Neuauflage des Octavia. Jetzt folgen die 7 wichtigsten und interessantesten Fakten zum tschechischen Bestseller bei Die 7. Fakt Nummer 1. Der Octavia wird 60. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Skoda. 1959 erblickt der Octavia das Licht der Welt. Er ist die Weiterentwicklung des sehr ähnlichen 445. Den zweitürigen Mittelklassewagen treiben anfangs 40 PS aus einem 1,1 Liter Motor an. Sein Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet die Achte. Das ist kein Zufall, der Octavia ist das 8. Modell des tschechischen Autobauers nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben der Limousine wird auch ein Kombi, welcher schlicht Kombi heißt, und ein Cabrio namens Felicia gefertigt. Außerdem dient er als Basis für das erste in Neuseeland hergestellte Auto, den Geländewagen Trekker. Nach insgesamt 360.000 Octavia endet die Produktion der Limousine 1964. Das Ende des Kombi folgt 1971. Mit dem Skoda 1000 bekommt er zwar einen Nachfolger, jedoch haben die beiden technisch nichts gemein. Der 1000 kommt mit Heckmotor und selbsttragender Karosserie. Sein Comeback erlebt der Octavia dann 1996. VW übernimmt die Marke und so baut die zweite Generation auf der Golf-Plattform auf. Es entstehen insgesamt rund 1,5 Millionen Fahrzeuge und der Octavia wird zum Kernmodell der Marke. Auch im Rallye-Sport können die Tschechen einige Erfolge mit ihm feiern. Generation 3 und 4 knüpfen an den Verkaufserfolg an. Pünktlich zum Geburtstag stellt Skoda nun den 5. im Bunde vor. Und da hat sich in 60 Jahren einiges geändert. Fakt Nummer 2. Die Motoren. Da sich der Octavia die technische Plattform mit seinen Konzerngeschwistern teilt, hat man bei der Motorenauswahl die Qual der Wahl. Den TSI Benziner bietet Skoda in 3 Varianten an. 1 Liter Hubraum und 110 PS, 1,5 Liter mit 150 Pferden und einen 2,0 Liter. Letzterer überträgt seine 190 PS mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle 4 Räder. Die anderen beiden werden manuell geschaltet. Wer sich für den 2 Liter Diesel entscheidet, wählt ebenfalls aus 3 Leistungsstufen, 116, 150 und 200 Pferdestärken. Alle sind sowohl mit 6-Gang-Handschalter als auch 7-Gang DSG verfügbar. Die beiden stärkeren Varianten sind außerdem mit Allradantrieb erhältlich. Auch einen Erdgasantrieb gibt es wieder. Der 1,5 Liter TSI G-Tech leistet 130 PS und soll eine Gesamtreichweite von gut 800 Kilometern haben. Doch mit den 3 Gastanks und einem Benzintank büßt der Erdgas-Octavia ein bisschen Stauraum im Heck ein. 145 Liter weniger sind es sowohl bei der Limousine als auch beim Kombi. Es bleiben 455 bzw. 495 Liter Kofferraumvolumen. Neu bei den Auswahlmöglichkeiten: Mild- und Plug-in-Hybrid. Im Mild-Hybrid unterstützen der 48 Volt Riemen-Startergenerator und eine 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Entweder einen Dreizylinder mit 110 oder einen Vierzylinder mit 150 PS. Die Grundlage für den Plug-in-Hybrid mit dem Namenszusatz IV bilden ein 1,4 Liter Benziner mit 156 PS und ein 75 kW Elektromotor. Systemleistung 204 Pferdestärken. Rein elektrisch soll der Octavia rund 55 Kilometer schaffen. Fakt Nummer 3. Der Octavia RS. Zu jeder Octavia-Generation gehört auch die schnelle RS-Version. Limousine und Kombi bekommen beide eine sportliche Abstimmung. Der kommende Octavia RS wurde bereits gesichtet, jedoch noch als R-König auf Prototypen-Testfahrt getarnt. Der erste RS erscheint 2001. 180 PS beschleunigen ihn in 7,9 Sekunden auf Landstraßengeschwindigkeit. Aus dem Biedermann wird ein Breitensportler. 2005 ist bereits der RS der nächsten Generation in den Startlöchern. Mit 200 PS, 20 mehr als der Vorgänger und 240 km/h Spitze. Ihn gibt es nun auch als Diesel, allerdings hat er dann nur 170 Pferde. Dafür jedoch 350 Newtonmeter maximales Drehmoment. RS Generation Nummer 3 legt 2013 bei 220 PS los, aber nach einem Facelift arbeiten bereits ganze 245 PS unter der Octavia-Schale. Außerdem bekommt die Selbstzünderversion einen Allradantrieb spendiert. Zum neuen Octavia RS gibt es noch keine relevanten Informationen, doch die Bilder des Erlkönigs sind vielversprechend. Rote Bremssättel und breite Endrohrblenden lassen auf eine rasante Fahrt hoffen. Fakt Nummer 4. Die Unterschiede zum Golf.
Seit dem Start der ersten Generation unter der Regie des Volkswagen-Konzerns, also seit 1996, sind der Skoda Octavia und der VW Golf technisch eng verzahnte Brüder. Und so ist es kein Zufall, dass kurz nach der Präsentation des Golf 8 der neue Octavia das Licht der Welt erblickt. Ist deshalb bei den beiden alles gleich? Nein. Zu den wichtigsten Unterschieden zählt das Cockpit, das beim Golf ab sofort serienmäßig voll digital ist. Beim Octavia gibt es das nur als Option. Der Infotainment-Bildschirm ist darüber hinaus vom Cockpit getrennt. Im Golf vereint die beiden Anzeigen ein Hochglanzdekor. Links unterhalb des Cockpits findet sich die Schaltereinheit für die Fahrzeugbeleuchtung. Im Octavia mit handelsüblichen Drucktasten zu bedienen, im Kompaktbruder Golf per Touch. Ganz ähnlich sieht es im Bedienfeld unterhalb des Infotainment-Bildschirms aus. Hier hat nur der Octavia noch echte Tasten. Werfen wir den Blick weiter nach vorne zur Motorhaube. Bei deren Öffnen überrascht der neue Octavia mit dem, was es im Golf nicht mehr gibt. Gasdruckdämpfer halten die Motorhaube offen. Im VW muss man einen Haubenhalter händisch bemühen. Das, was unter der Haube steckt, der Motor, weiß im Golf PS-Fans mehr zu überzeugen. Ist die Motorenpalette ansonsten nahezu identisch, verpflanzen die Wolfsburger ihren Bestseller mit dem Golf R-Motor eine sportliche Speerspitze, welche dem Octavia verwehrt bleibt. Der Golf R leistete zuletzt 300 PS, beim Nachfolger munkelt man sogar über 400 Pferdestärken. Der augenscheinlichste Unterschied zwischen den beiden Wagen ist ansonsten natürlich, dass es den Octavia nur als Limousine und Kombi gibt, den Golf aber auch als kompaktes Schrägheck. Dies wiederum sorgt beim Tschechen für mehr Außenlänge und Platz im Inneren. Der Golf 8 Kombi kommt zwar erst noch, aber traditionell schluckt die Rucksackversion des Octavia mehr als die des Golf. Fakt Nummer 5. Der Scheinriese. Ja, der Octavia Kombi packt seit jeher mehr weg als der Golf. Er nimmt sogar mehr Gepäck auf als jeder andere Kombi seiner Klasse. Ein Fakt, der sich seitens der Tschechen bestens fürs Marketing nutzen lässt. Das Kraftfahrtbundesamt hilft dabei immens. Nämlich insofern, als dass die Flensburger Behörde den Octavia als Kompaktklassefahrzeug einstuft. Betrachtet man die Außenlänge von gut 4,69 Meter, möchte man ihn eher eine Klasse höher, in der Mittelklasse, ansiedeln. Auto, Motor und Sport ordnet den Octavia genau da ein, wo er längenmäßig hingehört, in die Mittelklasse. Hier steht er dann nicht mehr auf dem Siegerpodest der Raumriesen. Der Passat-Variant beispielsweise liegt um 10 Liter vorne. Beim Octavia Kombi sind es 640, beim VW 650 Liter. Ist die Rückbank flachgestellt, erhöht sich das Volumen auf 1700 Liter. Der Vorsprung des Passat schmilzt hier auf 80 Liter. Doch er stellt beide, nein, sogar alle in den Schatten. Der Skoda Superb Kombi ist der wahre Lademeister. Sein hinteres Abteil verträgt 660 Liter, abermals 10 Liter mehr als der Passat-Variant und 20 mehr als der kleine Bruder Octavia Kombi. Diesen überragt der Superb-Kombi allerdings auch mit parkplatzunfreundlichen 4,87 Meter um 18 cm. Gemessen an der Außenlänge bleibt der zudem gut 6.000 Euro günstigere Octavia-Kombi also ungeschlagen. Fakt Nummer 6. Der Markenleader. Auch wenn der Octavia dem Superb beim Kofferraumvolumen unterliegt, so ist er markenintern der unangefochtene Chef im Ring. Das belegen die Verkaufszahlen im Oktober. Weltweit lieferte die tschechische VW-Tochter rund 105.000 Fahrzeuge aus. Knapp 31.000 Stück davon hören auf den Namen Octavia. Das sind mehr als die zweit- und drittplatzierten Kodiaq und Karoq zusammengenommen. Allerdings sind es besonders die SUV inklusive des neuen Kamiq, die im Vergleich zum Vorjahresmonat Zuwächse von teils über 70% erbringen. Die meisten Autos nahmen mit insgesamt gut 63% die Europäer ab. Der zweitstärkste Markt ist China. Das Wachstum stagnierte dort jedoch beinahe. Ganz anders in Russland. Der im Oktober drittstärkste Markt legte um fast 17% zu. Insgesamt rasierte Skoda damit bereits im Oktober die Marke von 1 Million Auslieferungen im Jahr 2019. So schafft es Skoda auch zum 10. Mal hintereinander Importmarke Nummer 1 in Deutschland zu sein. Der Octavia kommt in seiner 60-jährigen Geschichte übrigens mittlerweile auf über 6,5 Millionen produzierte Einheiten. Fakt Nummer 7. Simply Clever. Simply Clever bleibt ein Leitspruch der Marke Skoda. So darf eine gewisse Anzahl an Alltagshelferlein auch beim neuen Octavia nicht fehlen. Neu im Kreise der verbrauchernah gedachten Service-Ideen ist ein USB-C-Anschluss über dem Rückspiegel. So sollen sich Dashcams, Navigationsgeräte und Smartphones anschließen lassen, ohne dass ein Kabel die Sicht behindert. Weitere USB-C-Schnittstellen befinden sich im vorderen Ablagefach und unterhalb der Klimabedienung im Fond.
Die Gäste der Rückbank finden an den Rückenlehnen passende Halter für ihr Multimedia-Geräte. Und für den Licht- und Sichtschutz gibt es an den hinteren Fenstern Rollos. Wer dann den Sandmann singen hört, lehnt zum bequemeren Schlummern an den ausklappbaren Seitenwangen der Kopfstützen. Nicht neu, aber immer praktisch, das Heckrollo findet jetzt in einem Ablagefach im doppelten Ladeboden Platz. Im Kofferraum angekommen, sollen Taschenhaken die Shoppingernte in Balance halten. Geblieben sind unter anderem der in der Tür versteckte Regenschirm oder alternativ ein Schneebesen. Ebenso der Eiskratzer im Tankdeckel. Das waren die 7 wichtigsten Fakten rund um den neuen Skoda Octavia. Was haltet ihr vom tschechischen Bestseller? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr kommende nicht verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst.